Ja, passt doch. Was sollte doch reichen. Gehen wir dahin, wo du es abgestellt hast. Was? Da oben noch ein Mensch. Gleich geschafft. Wir finden den Alpha, sobald wir hier raus sind. Ja, ich will aber erstmal das Lager aktivieren, bevor es Ärger gibt. So, speichern. Ich habe jetzt ganz lange Urlaub und nicht so viel Zeit zum Zocken, wie ich gerne will. Natürlich kommt er jetzt um die Ecke. Ja, der war relativ stark, muss ich zugeben. Ha, schluck das, du Lappen. Mensch, Gegner, Mensch, Mensch. Ich weiß halt nicht, wo ich hin will. Ah, da muss ich hin. Also will ich erstmal hier lang. Da kam ich. Was wird passieren, wenn ich hier lang gehe? Ah ne, von dort kam ich. Okay, dann will ich mal gucken, was passiert, wenn ich ganz weit geradeaus gehe. Da gab es wohl noch was. Oh, ein Körperkern brauche ich noch. Das ist gut. Hat sich gelohnt, nochmal herzukommen. Auf dem Weg zu Abschnitt 59 habe ich gesehen, was da vom Himmel fiel. Das war keine Orbitalexplosion. Tatsächlich wünsche ich mir, ich hätte es nie zu Gesicht bekommen. Nun ist mir klar, dass es für dieses Land keinerlei Hoffnung mehr gibt. Da hat er wohl irgendwas gesehen, was Aua macht. Ha!
Er hat mich gefragt, ob ich an Mother's Bear glaube. Ich habe Nein gesagt. Er meinte, es wäre weniger schmerzhaft, wenn ich an etwas glauben würde. In meinen Gedanken antwortete ich, die einzige Person, an die ich glaube, bist du. Ich hoffe nur, heute ist nicht unser letzter Tag. Okay. Na dann. Ja gut, da lang muss ich, ob ich nun bin oder nicht. Er stürzt ein! Meinst du, du schaffst es hier runter? Easy. Oh, komm schon, wirklich. Alter, wie behindert ist das denn? Das eigene Kampfsystem killt dich. Oh, meine Fresse. Das ist ja Quatsch. Das halte ich für maximalen Quatsch gerade eben. Aber ich will da hinten den Menschen noch mitnehmen. Weißt du, anstelle, dass es einfach sein lässt. Nein, ich muss noch ein Salto machen. Rückwärts in den Tod gehippt. Das siebte Lager wurde fertiggestellt. Es ist das letzte. Kehre zurück zum Hauptquartier. Also, dieser Tod war dieser Absturz war sinnlos. Ich weiß, dass man gerne was Hübsches machen will. Das verstehe ich durchaus. Es macht aber keinen Sinn, wenn das Filigrane, damit es halt hübsch aussieht, einem eigentlich guten Kampfsystem im Weg ist. Das ist kontraproduktiv. Gegner, 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 Mensch. Okay, ich habe das Gefühl. Die Nighty Bars haben die Erde zerstört. Jeder Landetrupp, der uns retten wollte, konnte diesen Bestien nichts entgegensetzen. Sie hat uns über Jahrzehnte im Stich gelassen und schickt uns so lächerliche Soldaten. Mother's Bear Allmacht bedeutet in dieser Welt nichts. Meine Erinnerung wird nicht fortbestehen. Armer Kerl. Oh, fuck. Lass uns hier kurz Pause machen. Erstmal Kohle sammeln. Hier ist noch ein Mensch.
Es scheint, als wäre das Netzwerk komplett abgeschaltet. Ich habe bereits versucht, die Verbindung wiederherzustellen, aber nichts will funktionieren. Mein Kopf fühlt sich so leer an. Wo ist Mother's Bear? Ich kann ihre Gegenwart nicht fühlen. Mother, bitte rette uns. Das ist ein Schlüssel. Damit schalten wir das Sicherheitssystem aus. Ja, ich will aber vorher nochmal Pause machen, hat sie gesagt. Und ich kann mir die Viecher wahrscheinlich jetzt gleich wieder killen, wetten. So. Ich hole mir jetzt erstmal den Schildüberfall. Springe auf Gegner herab und richte ihn hin. Nur gegen Gegner einsetzbar, die sich nicht im Kampf befinden, ja. Ich würde gern Schildbrecher benutzen, aber... Beta-Energieaufladung. Hinterhalt, Überfall, Beta-Energieaufladung, Beta-Kette. Wenn ein Angriff trifft. Ja. Ja, von mir aus. So. Gucken wir mal. Davon habe ich aber genug. Wohin mit dem ganzen Geld? Ich glaube, das war ein Fehler, hier auszuruhen. Jetzt sind diese Wichser wieder da. Wir müssen das Ventil öffnen, damit Wasser fließt. Schön die Kläranlage, lecker. Mist, noch nicht genug Wasser. Warte, tauche mal und öffne ein anderes Ventil. Tauchen und ein anderes Ventil öffnen, hat er gesagt. Okay. Ah, das ist der Schlüssel. Ja, okay, das bringt mir aber... Komm ich hier hoch? So, auf und zu noch mal ein bisschen Arschshow. Deadass, deadass. EP, okay, das hat jetzt nichts gebracht. Also eine kleine Story oder so. Na, das machst du nur für dich. Ach, Zui, das müssen wir... Die Kleine müssen wir gemeinsam genießen. Das sollte reichen. Wenn du zum Anfang zurückkehrst, kommst du raus. Hier lang. Ah, hier. Okay. Der Ausgang. Gleich geschafft. Ja, aber ich will gucken, ob ich hier noch mal was machen kann. Nö, okay. Gehen wir mal aus der... Alter, die... Nach der Kläranlage... Gut, es gibt keine Menschen. Das bedeutet, die Kläranlage ist ja nur mit Wasser gefüllt. Das bedeutet, es muss ja nicht zwingend bedeuten... dass das Wasser hier noch
Abwasser sind. Falls doch. Oh, da muss die alte so stinken. Kacke und Pipiwasser. Siehst du den Krater dort drüben? Das ist das Gebiet des Alpha Nativas. Warum ist hier eine Abwurfkapsel? Sie liegt schon seit einiger Zeit hier. Dadurch ist dieser Krater einst entstanden. Warte, die ist vom 5. Landetrupp. Ja, und? Sehen wir uns das genauer an. Aber wenn ich den Sprung jetzt selbst gemacht hätte, gäbe es Ärger. Wir hätten 500.000 Leben verloren. Elite-Einheit Altena wurde ausgelöscht. Die zerfetzten Leichen deuten auf das Werk eines einzelnen Nativas zu sein. Was war das für ein Geräusch? Etwas kommt hierher, und zwar schnell. Verdammt, es ist hier. Da ist noch ein Lager. Oh, ein großes Lager, cool. Vielleicht kann ich ja noch was verbessern, das wäre ganz schön. Wo habe ich denn den Schildbrecher gelesen? Hier. Ah, cool. 4 Tränke habe ich jetzt. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Eve, es ist ziemlich schwach, aber ich empfange ein Notsignal von der Abwurfkapsel. Das heißt? Es könnte jemand überlebt haben. Wirklich? Sicher bin ich mir nicht. Und der Alpha Nativa könnte jederzeit auftauchen. Also sollten wir uns lieber vorbereiten. Tja, ich habe gemacht, was ich konnte. Ich habe sogar gespeichert. Ja. Oh shit, Zui, bist du bei mir? Hier kriegst du doch wieder deinen Bosskampf. Das sieht doch so nach Boss-Arena aus. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ich werde mit dir mal untersuchen, dass dann kommt irgendein Riesenboss und dann kriegen wir aufs Maul. Mal sehen, was wir hier haben. Moment. Ich höre da etwas. Alter. Das ist wirklich groß. Eve, über dir! Was zum Geier? Alter Schwede.
Alter Schwanzmixer. Alter Lümmellorch. Na, die Szene kann man natürlich nicht überspringen. Beim Arsch schön die Kamera. Ich bin doch ausgewichen, du verfickter Waldförster-Ficker, ey. Oh, mich doch am Schwanz machen, zack, ey. Oh, wir machen einfach mal eine Kombo. Du kannst zwar ausweichen, aber... Arschgeigen. Oh Mann! Mal sehen, was wir hier haben. Ah, Mann. Warum kann ich diese Schläge nicht blocken?
Meine Güte, diese scheiß koreanische Wichsellappen, ey, die muss es immer übertreiben. Ich hab doch... Leck mich doch. Wozu blocken, wenn es sowieso nichts bringt? Ich dachte, die Dinger sind rot markiert, wenn du sie nicht blocken kannst. Oh, wieder so eine tolle Scheiße da. Na, wir klären einfach gar nichts mehr. Wer braucht schon unsere... Wozu drücke ich den überhaupt ausweichen oder sowas? Natürlich.
fick dich doch. Dieser hohe gefickte Schwanzfurz, ey. Wenn Blocken nicht funktioniert. Du kannst blocken, ja. Aber nicht immer. Alles, ey. Oh Mann, du hurengefickter Wichser. Schon wieder so eine Scheiße, ey. Weil einfach das Moveset einfach nicht passt. Das ist einfach imbalanced. Und natürlich sind meine Items werden weiterhin verbraucht. Das ist ja klar. Ist ja nicht so, ach ja, du hast den Kampf verloren. Hier hast du deine Anfangs-Items wieder. Das bedeutet, es kann nur noch schlimmer werden. Und selbst das... Sorry, aber das ist schlimmer als Dark Souls. Hast du Spaß, Zui? Hast du dir schon in die Hose gefixt, weil du es geil findest? Das Aufregen, das Versagen. Hast du Spaß dran?
Achso, der ist ja da unverwundbar. Mann! Also langsam könntest du ihn schon legen. Halt deinen Maul, du Wichser. Mach selbst, du Schwanzpenner. Bevor du hier große Töne spuckst. So langsam könntest du ihn schon legen. Ich könnte das mit der linken Arschbacke. Mit einem Finger im Arschloch. Schon klar. Was soll denn das für eine Scheiße? Ah ja, klar. Wozu weiche ich denn aus? Wozu drücke ich den Knopf? Weil das Spiel sagt nö. Natürlich. Die ist einfach viel zu langsam. Was soll denn das? Ah!
Oh, fick doch deine Mutter ins Knie, du Wichser. Wozu weiche ich denn aus? Na klar, na klar. Na klar. Alter, ich schwör's, ich hoffe, seine Frau reißt sich beim nächsten, bei der nächsten Vergewaltigung das Arschloch auf, ey. Ja, der hier mitgewirkt bei diesem Scheißdesign. Beides voll verkackte Noobs, die einfach mal mit dem Schwer machen, weil Elden Ring und. ich hoffe, deren Kind kommt. Behindert zur Welt, ey. Die ist einfach viel zu langsam, viel zu träge. Hallo, darf ich auch mal einen Trank nehmen? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Keine blockbaren Angriffe, aber davon drei auf einmal. Und nach dem Ausweichen natürlich nicht sofort rennen. Ja, Ausdauer. Wer braucht schon Ausdauer? Der Boss nicht. Nee, ich übertreib nicht leicht. Wir haben beide an diesem Spiel mitgefeiert. Die haben es beide abgesegnet und haben es beide so gemeint, dass sie es genauso wollen. Hauptsache, das Blocken sieht. Oh nein, jetzt block ich erst. Bullshit, ey. Solche inkompetenten Ficklappen dürfen sich nicht reproduzieren. Ich kann halt auch nichts machen, ne? Du bist halt einfach gefickt.
Nee, ich drücke ja meinen Blockangriff bis zum geht nicht mehr, aber es bringt halt nichts, weil der Entwickler sagt. Nein. Und dem ist eine Frau. Okay. Und ich bald auf dem Strich wieder gefunden in der Mülltonne um die Ecke. Prom Night dumps the babies. We creating Stellar Blade. Das Gameplay macht Spaß, bis auf diese perfekten Bosse, die da meinen, ich fick dein Leben, Bastard. Die dich dafür bestrafen. Hast du ja nicht mal Zeit, irgendeinen Angriff oder so zu machen? Du kannst aber noch nicht mal die Umgebung oder so benutzen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. So ein Vieh. Und du hast keine Fernwaffen, nichts. Musst du halt einen Parry in der richtigen. Nee, das bringt halt nichts. Die gelben Dinger kannst du nicht parryen. Was meinst du, was ich Parry mache? Aber warum braucht die denn so lange? So nervig, ey. So ein scheiß verkackter Uhrenmist, ey. Wozu weiß ich denn nach rückwärts aus, du ungefickter Wichslappen, ey? Na klar. Warum hat er jetzt kein Damage bekommen? Erkenne den Fehler in der Matrix.
kann ich nicht blocken. Die gelben Angriffe kann ich nicht blocken. Diese Angriffsfolge ist einfach dumm. Ich kann diese Angriffsserie von dem nicht blocken. Es funktioniert nicht. Du kannst einen Boss nicht blocken, der dich aber viermal angreift, so dass es gar nicht möglich ist, auszuweichen, weil das Ausweichen viel zu lange dauert. Das ist der Ausweichmoment und der letzte Schritt, der bist du einfach verwundbar. Kannst aber nicht zweimal, also doch behindert. Wenn sie schon so ein knackiges Kampfsystem reinmachen, dann muss es auch der Gegner. Ich verstehe es nicht. Woher kommt dieser Schwierigkeitsgrad? Warum macht man immer die Anforderungen nicht so fix wie bei der. Die Spielfigur einfach zu träge für die Anforderungen. Und das nennt sich dann schwierig. Na klar. Ich wollte eigentlich springen, aber... Natürlich. Ach ja, dann natürlich so einen hohen gefickten Scheißangriff. Alter Schwede, der hat doch seine eigene Oma im Grab geschwängert und dabei kam seine Frau raus, ey. Ja, das kannst du. Diesen Ausweichskill, wo du dich hinter den Boss teleportierst, ist kein Skill, sondern das kannst du nur machen, wenn er einen blauen Angriff macht. Das bedeutet, du kannst nicht jeden Skill dann machen, wenn du ihn brauchst, sondern nur dann, wenn es der Boss zulässt. Und das ist einfach in Balance mit diesen vier oder fünf gelben Angriffen, die du nicht blocken kannst und die dir einfach auf dich drauf hämmert, du aber nicht vier oder fünfmal in dem Sinne ausweichen kannst. Und das ist eine Sache, die einfach komplett nicht ins Game passt. Das bedeutet, das Spiel nimmt dir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und du kommst halt auch nicht wirklich weg. Yeah!
Jetzt hat zum Beispiel mein Schwert nicht blau geleuchtet, somit konnte ich nicht ausweichen. Weil ich verstehe es auch nicht warum. Das ist nicht knapp, das ist kernbehindert. Ich drück den Blockenknopf und das Spiel sagt nein. Ich find's so scheiße, dass du über Sony die Spiele nicht bewerten kannst. Dass du sagen kannst, das ist scheiße und das ist einfach zu viel. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn es dann zu viele negative Sachen sind, muss Sony sagen, hier, du schreibst jetzt da rein, was du dir dabei gedacht hast. Wir übersetzen diese Antwort. Ansonsten wird das Spiel hops genommen. Und alle verkauften Einheiten werden zurückerstattet. Das ist ja die Scheiße. Das macht ja keiner. Als Videospielkonsument bist du die gefickte Drecksau. Die ersten Levels sind einfach machbar. Und dann nach einer Zeit heißt es dann, ja, der hat es aber lange nicht gespielt. Ich kann das nicht mehr zurückgeben. Und dann können sie richtig reinscheißen. Einfach weil sie es können. Ja, kann man machen. Natürlich, wenn er schneller ist als du. Alter, das hasse ich auch so sehr. So, du hurengefickter Entwickler. Ich mach das jetzt einfach nur, weil deine Mutter eine elende Hure ist. Und deine Frau genauso. Ich hoffe, dein Kind kommt mit Krebs zur Welt. Es funktioniert einfach nicht. Dein scheiß Kampfsystem. Ich weiß nicht, ob du oder deine Frau sich das entworfen haben, aber ihr gehört dafür gesteinigt. Öffentlich. Glühende Steine ins Geschlechtszentrum. Was ist das für eine Kameraführung, bitte? Hör auf zu heulen, du Lappen. Mach's selber. Ah!
Guck mal, selbst der Aktionsassistent sagt zu mir, ich soll ausweichen. Das bringt halt nichts, weil der vierte und der dritte Angriff einfach noch darauf folgen. Also, das merkt doch schon allein, dass das Kampfsystem unbalanciert ist. Das müssen wir mal mit seiner Frau machen. Für jeden Tod ein Auge rausreißen. Oder so ein Fingernagel mit der Kneifzange. Ihr könnt euch in die Haare schmieren, ihr Wichser. Okay, das war lustig. Dün, 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 dün. Modifikationsschildverstärkung. Dein Maulowix-Lappen, ey. Für jeden Tod wegen dem beschissenen Kampfsystem, weil es einfach nicht richtig funktioniert. Soll ihm sein Kind mal an die Fresse kriegen. Und fahren ohne Betäubung gezogen. Von Mobbern.